Hier sind 34 Minecraft-Hacks, um deine Freunde zu beeindrucken. Nummer 1. Hier liegen doch Steaks auf dem Boden, oder? Jein, denn wenn du genau hinschaust, könnten das auch Fußabdrücke sein. Wir müssen nur den Rahmen unsichtbar machen, das Steak in den unsichtbaren Rahmen setzen, ihn so drehen, dass er passt und schon erhält man diese Schuhabdrücke im Schnee. Nummer 2. Wenn wir Teppiche über Schilder legen, ragt ein kleiner Teil des Schildes oben heraus. Das können wir ausnutzen und diesen Billardtisch hier bauen. Die Schilder sehen doch jetzt so aus, als wären sie Billardstöcke. Nummer 3. Wir können Treppen noch besser und moderner bauen. Mit leuchtenden Endstäben, Falltüren aus Metall und Teppichen können wir diese moderne Treppe bauen, die schweben kann und auch ziemlich praktisch ist, weil man einfach hochsprinten kann, ohne dabei zu springen. Nummer 4. Anstatt das Bett ganz normal auf den Boden zu stellen, könnten wir doch auch mal eine Hängematte in den Himmel bauen. Warum denn auch nicht? Baut euch eine solche Konstruktion, platziert die Falltüren, das Bett und den Rest der Dekoration. Und schon habt ihr es geschafft. Eine Hängematte zwischen den Bäumen, in der man bequem schlafen kann. Nummer 5. Du hast diesen Block vielleicht noch nie gesehen, aber es gibt ihn wirklich in Minecraft und er heißt Konstruktionsblock. Dabei können wir uns diesen runden Kreisenblock zunutze machen und ihn für einige coole Dinge verwenden. Zum Beispiel kann man ihn für TV-Lautsprecher oder für die eigene Disco zu Hause nutzen. Leider kann man diesen Block nur mit diesem Befehl hier bekommen. Nummer 6. Der Beobachter hat eine Gesichtstextur auf der Vorderseite, die wir zu unserem Vorteil nutzen können. Jetzt müssen wir nur noch etwas in den Ofen legen und die Nacht abwarten. Dann wird er alle erschrecken. Denn ich meine, sieh ihn dir mal an. Nummer 7. Wenn wir einen Dorfbewohner in eine Loge schubsen und Stufen über ihn platzieren, schaut der Kopf des Dorfbewohners aus den Blöcken heraus. Mit genügend Schienen, Stufen und einem Schäfer-Dorfbewohner können wir so einen Staubsaugerroboter in Minecraft erstellen. Denn der Dorfbewohner bewegt sich die ganze Zeit über den Boden und kann lustigerweise immer noch Brot, Karotten und Kartoffeln aufsammeln. So kannst du deine Freunde sicher beeindrucken. Nummer 8. Ein Gerüst kann ziemlich praktisch sein, aber es gibt eine Möglichkeit, es noch realistischer aussehen zu lassen. Und zwar mit Lagerfeuern. Alles, was wir tun müssen, ist die Lagerfeuer zu löschen, Falltüren an den Seiten anzubringen und schon haben wir ein noch glaubhafteres Gerüst, das zwar viel mehr Rohstoffe und Zeit benötigt, aber einfach besser aussieht als die herkömmlichen Gerüste. Nummer 9. Normalerweise bauen wir hängende Blumentöpfe mit einem Grasblock und Falltüren an der Seite. Aber das ist nicht die beste Methode. Denn wenn wir eine Kette an einen Zaun hängen, unten einen Blumentopf anbringen und dazwischen eine blühende Azalee, dann entsteht ein hängender Blumentopf, der wirklich viel eleganter aussieht als ein Grasblock an der Wand, oder? Nummer 10. Unendliche Wasserquellen sind hilfreich, aber oft nicht wirklich sehr schön. Eine Wasserquelle, die man allerdings so baut, sieht doch schon viel besser aus. Denn wenn wir unten Wasser und an der Seite eine Treppe anbringen, in die wir Wasser setzen können, bekommen wir auch eine unendliche Wasserquelle, die allerdings etwas besser aussieht. So einfach ist das und daraus wird das. Nummer 11. Wenn man dieses glasierte Keramik sieht, denkt man vielleicht nicht sofort an ein Getränk. Aber wenn wir sie so platzieren, dass das Keramik einen Kreis bildet, dann sieht es doch tatsächlich wie eine angeschnittene Zitrone aus. Jetzt, wo wir das perfekte Schild haben, brauchen wir nur noch das Getränk. Und schon haben wir unseren eigenen Limonadenstand und die Kunden können kommen. Nummer 12. Aus der Ferne sieht dieses Gebäude doch echt aus, oder? Naja, eher wenn es dunkel ist. Denn wenn wir verschiedene Blöcke mit unterschiedlichen Dunkelheitsstufen verwenden und so eine Wand hier bauen, entsteht aus der Ferne die Illusion, dass dieses Gebäude viel mehr Tiefe hat. Mit einer solchen 2D-Konstruktion kann man seine Welt ein wenig aufbessern, wenn man nicht gerade etwas Riesiges und Ressourcenfressendes bauen will. Nummer 13. Mit Falltüren und Schaltern können wir so etwas bauen. Denn die Schalter sehen so aus, als würden sie als Stütze für eine Fensterbank dienen. Ziemlich cool, oder? Um ehrlich zu sein, sieht das auch gut aus, wenn wir es im Haus als Regal benutzen. Nummer 14. Es gibt eine einfache Möglichkeit, Treppen noch billiger zu bauen. Und zwar nicht mit Falltüren, sondern mit den ganz normalen Treppen. Platziert diese dafür einfach so, dass sie an der Ecke einknicken. Und schon hat man ein Treppengeländer, das nicht nur besser aussieht, sondern auch billiger ist. Oder was meint ihr? Nummer 15. Wenn man zwei Glasscheiben genau so auf dem Boden platziert, entsteht ein Muster, das perfekt für einen modernen Tisch geeignet ist. Alles, was wir jetzt noch tun müssen, ist einen Teppich darüber zu legen. Denn wenn wir jetzt auf das Glas darunter schauen, sehen wir, dass es Tischbeinen ziemlich ähnlich aussieht. Nummer 16. Wenn wir ein Lagerfeuer so aufstellen, dass wir darüber Stufen setzen können, zieht der Rauch durch die Holzstufen. Jetzt müssen wir nur noch Wasser darauf platzieren und schon haben wir einen warmen Wasserbad. So ist es sogar in der eisigen Antarktis möglich, ein angenehmes Bad im Freien zu nehmen, ohne dass das Wasser sofort verdunstet. Ach ja, und wenn wir die Holzstufen entfernen und das Wasser auf das Lagerfeuer
Lagerfeuer stellen, dann geht weder das Lagerfeuer aus, noch kommen wir zu Schaden. Hä? Nummer 17. Leuchtrahmen können unser Zuhause noch gemütlicher machen, denn sie sehen aus wie Lampen und das ganz ohne Redstone. Und man kann diese Leuchtrahmen auch für Ampeln verwenden. Aber es gibt auch andere Methoden, denn wir können die Rahmen auch komplett unsichtbar machen oder Karten verwenden, um die Rahmen zu füllen. Aber das ist nicht wirklich empfehlenswert, denn um nur eine dieser Karten zu erhalten, muss man mehr als 10.000 Betonblöcke platzieren, damit die Karte komplett in einer Farbe ist. Also, wenn ihr mich fragt, würde ich lieber nur die Leuchtrahmen verwenden. Nummer 18. Wir können ein Schild mit einem runden Kreissymbol so beschriften, dass die Kreise in den vier Ecken landen. Das Ergebnis ist ein Schild, welches mit Nägeln oder Schrauben befestigt wurde. Das kann man nun für alles Mögliche verwenden. Es ist sogar möglich, dieses Schild einzufärben, damit die Beschläge noch besser aussehen. Nummer 19. Aber wenn ihr eure Freunde wirklich in Staunen versetzen wollt, dann wird es wohl diese schlichte Schubkarre sein. Denn dieses Werkzeug für den Garten ist extrem teuer. Zuerst setzt du einen Verzauberungstisch in das Loch, dort hinein einen Rüstungsständer, dann müssen wir den Block wieder über das Loch schieben und eine Netherit-Rüstungsplatte auf den Rüstungsständer setzen. Puh, jetzt sind wir fast am Ziel und müssen nur noch eine Lore auf den Rüstungsständer setzen, sodass die Lore direkt über die Rüstung fällt. Mit einem Lederhelm können wir nun den Inhalt der Schubkarre simulieren und siehe da, wir haben die teuerste Schubkarre in Minecraft entwickelt, die ein bisschen schief ist. Egal, weiter geht's mit der Nummer 20. Normalerweise können wir Zäune und Mauern nicht verbinden, aber auf diese Weise können wir. Mit einem Debug-Stick können wir die Zäune so drehen, dass sie in die Richtung der Mauern zeigen. Mit ein wenig Geduld ist es dann möglich, einen ganzen Zaun immer so zu drehen, dass die Mauern, die wieder gedreht werden müssen, genau an die Zäune anschließen. Und so einfach ist es, Mauern und Zäune zu verbinden. Nummer 21. Minecraft-Banner können nicht abgenutzt werden, beziehungsweise wird uns der Verschleiß eines Banners nicht angezeigt. Nicht schlimm? Oh doch, das ist es. Denn offenbar gibt es eine Möglichkeit, einen Banner so zu färben, dass man doch sieht, wie abgenutzt er ist. Wähle dazu einfach das gezackte graue Muster und platziere das Banner auf einer Steinwand. Jetzt sieht es so aus, als wäre es in einer Schlacht in Stücke gerissen worden. Nummer 22. Früher gab es Zahnräder in Minecraft. Ja, richtig gehört. Zahnräder. Und die waren auch ziemlich cool, aber leider gibt es sie nicht mehr. Oder vielleicht doch, denn man kann sie entweder mit Kupfer bauen, einfach so, oder mit Sandstein und Holz. Mit diesen selbstgebauten Zahnrädern kann man dann zum Beispiel riesige Schiffsantriebsräder bauen. Nummer 23. Diese Torbögen können ohne Befehle gebaut werden. Der Grund dafür ist, dass die Schienen nicht zerstört werden, wenn die Falltüren heruntergeklappt werden. Und zwar wird das Ganze einfach so gebaut. Legt die Schienen auf die Falltüren, so dass die Schienen nach oben gehen. Jetzt einfach die Schiene oben abnehmen und eine Laterne aufstellen. Habt ihr das gemacht, sollte dabei solch eine Konstruktion herauskommen, um eure Fahrt noch heller und vor allem spektakulärer zu machen. Nummer 24. Tropfsteinspitze können nicht nur für Fallen, sondern auch für Mauern verwendet werden. Die verschiedenen Höhen der Spitzen sehen dabei nicht nur viel bedrohlicher aus, sondern sind auch eine gelungene Abwechslung zu den ganz normalen Zäunen oder Gittern. Wir können sie nämlich rund um unser Haus aufstellen. Wenn wir sie einmal um unsere Basis herum platziert haben, wird uns mit Sicherheit kein Feind mehr angreifen. Sieht doch aber ziemlich cool aus, oder? Nummer 25. Anstatt Treppen für eure Dächer zu verwenden, nutzt Mauern. Wieso? Weil Mauern die Dachneigung noch besser ausgleichen als Treppen. Außerdem sind sie weniger treppenförmig und eignen sich auch für Dächer, die eine kleine Grundfläche haben, aber höher gebaut werden müssen. Und seien wir doch mal ehrlich, die Verwendung von Mauern ist eine willkommene Abwechslung. Nummer 26. Kerzen sind nicht nur zum Dekorieren unseres Hauses da, denn sie können auch für das hier verwendet werden. Wenn wir graue Kerzen auf das Gitter platzieren, entsteht ein besser aussehender Metallzaun. Was noch besser ist, ist, dass die Kerzen wie Stacheldraht aussehen oder es so wirkt, als ob der Zaun unter Spannung steht. Nummer 27. Wenn Banner platziert werden, machen sie diese schwankende Bewegung. Wir können dieses Schwingen des Banners nutzen, um die Augen eines Gesichts zum Blinzeln zu bringen. Denn wenn wir einen Banner genau so einfärben und es so platzieren, dass der schwingende Teil in die Falltür geht, dann sieht es doch so aus, als würde dieses Gesicht hier für eine kurze Zeit mit den Augen blinzeln. Nummer 28. Es gibt Krabben in Minecraft. Ja, wirklich. Und ich meine nicht die, für die man einen Mod braucht, sondern Krabben ganz ohne Mods. Platziert dafür die Sandsteinmauern und die beiden Holztore an die Seite. Öffnet sie und legt einen Sandstein oben drauf. Dann noch zwei Kerzen, die so aussehen, als wären es Augen. Jetzt nur noch ein Tor und siehe da, wir haben ein Krebstier in Minecraft. Nummer 29. Mit Schalkerkisten lassen sich einige Muster erstellen, die wir im Boden als Teppich verwenden können. Schaut euch das mal
an. Sieht das nicht aus wie besondere Teppichmuster? An all diese Schalker-Boxen heranzukommen, ist allerdings eine andere Sache. Nummer 30. Wenn wir eine hängende Wurzel an ein rosafarbenes Glas im Wasser platzieren, sieht es so aus, als wären es echte Quallen. Wenn wir uns ganz langsam bewegen, sieht es sogar so aus, als würden sich die Quallen leicht bewegen. Nummer 31. Basketballkörbe sollten nie auf diese Weise gebaut werden. Stattdessen sollte man eine Falltür und ein Spinnennetz darunter anbringen. Und fertig. Jetzt haben wir einen Basketballkorb, der sogar funktioniert. Es sei denn, das Spiel hat noch nicht begonnen, denn dann trifft der Basketball ständig dein Gesicht. Autsch. Nummer 32. Braucht ihr einen Wasserspender? Nö, ich glaube jetzt schon. Und zwar könnt ihr diesen genau so bauen. Wenn das Wasser dabei kalt sein soll, kann der Glasblock auch durch einen Eisblock gesetzt werden. Achtet aber darauf, dass keine warme Lichtquelle oder sonstige Wärme in der Nähe ist, denn sonst kann schnell so etwas passieren. Upsi. Nummer 33. Rosen können auch in andere Pflanzen verwandelt werden. Nun, nicht wirklich, aber sie sehen wenigstens so aus, als wären es andere Pflanzen. Dazu setzen wir zum Beispiel Rüstungsständer in die Rosen, um echt aussehende Tomatensträucher zu bekommen. Nummer 34. Mit einem Honigwabenblock und Zwirbelranken können wir Ananaspflanzen erzeugen. Jetzt nur noch ein paar Laubblöcke an der Seite und schon sieht es so aus wie ein Ananasfeld. Und hä? Was ist das denn für ein Feld? Was steht da? Abonnieren?